Moin Leute, willkommen zum Start unserer diesjährigen Roadtrip-Reihe, könnte man sagen. Wir wollen dieses Jahr ein bisschen was anders machen. Wir wollen versuchen, so gut wie möglich, naja, idealerweise fast live die Videos zu bringen. Und deshalb werde ich versuchen, das Video heute noch online zu stellen. Für uns geht's morgen los. Wir packen heute die Karre. Damit sind wir am ersten Tipp angekommen. Nehmt euch Zeit und macht das Ganze früh genug. Fangt früh genug an. Wir haben vor 2, 3 Wochen schon angefangen, gewisse Sachen auszubessern, die uns gestört haben vorher, und sind jetzt eigentlich ein bisschen entspannter, als wir es die letzten Jahre waren. Das ist nämlich der Punkt. Wir machen das jetzt zum dritten Mal in Folge. Wir waren vorletztes Jahr 3 Wochen am Stück in Frankreich. Wir waren letztes Jahr 3 Wochen lang am Stück in Ungarn und Kroatien. Und dieses Jahr wollen wir nochmal 3 Wochen am Stück nach Frankreich fahren. Fangen wir direkt an. Erstmal mit den langweiligen Sachen. Klamotten. So, interessiert keinen so wirklich. Grobe Faustformel bei uns. Wir fahren jetzt im Sommer. Das heißt, wir fahren ungefähr 23 Tage weg. 10 T-Shirts. Naja, in meinen Augen würden auch 10 Unterhosen reichen. Tabea hat da jetzt ein bisschen mehr eingepackt. Aber im Normalfall ist immer der riesigste Überschuss, wenn man länger in der Natur unterwegs ist. Klar kann man dann mal eben irgendwie ins Wasser springen, aber im Großen und Ganzen ist das eine ganz schön unhygienische Sache. Deshalb Hygieneartikel. Wow, das war cool. Hygieneartikel beinhaltet, in dem Fall Handtücher. Tabeas heißgeliebte Waschlappen, kann ich mich gar nicht mit identifizieren. Zahnbürsten, ein bisschen Klopapier, ganz wichtig. Sonnencreme ohne Ende. Apri-Sun Lotion. After-Sun. Naturseife, damit man sich auch in der Wildnis waschen kann und den Fluss nicht kontaminiert. Ja, was haben wir hier? Wundspray, ah, das hätte ich mal gut gebraucht jetzt an der letzten Session, da habe ich mir nämlich schön den Fuß aufgeschnitten. Zahnpasta, Sonnencreme, wie gesagt. Mein gutes Anti-Schuppen-Shampoo, damit ich nicht schneie. Und alles Mögliche. Medikamente, Pflaster, so Sachen halt. Eine Menge an Ersatzbatterien für irgendwelche Elektrogeräte, Powerbanks und Ladegeräte auch für Handy etc. Jetzt wird es langsam interessant. Boote sind immer super sperrig. Wir sind umgestiegen für genau solche Trips von einem Schlauchboot von 3 Meter auf ein Faltboot in 3 Meter, weil das Faltboot kann es halt einfach gut aufs Dach packen. Das nächste Thema ist ganz klar das Thema Antrieb. Wenn ich mit dem Boot unterwegs bin, muss ich auch von A nach B kommen. Das heißt, das Minimum ist das. Das Optimum ist das. Und das, was ich mitnehme, ist beides. Das Thema Echolot ist nochmal ein spezielles. Also wir haben natürlich ganz verschiedene Möglichkeiten. Es gibt diese total umfangreichen Komplettsysteme mit Sidescanning etc. Nice to have, aber nimmt halt viel Platz weg. In dem Fall jetzt gehe ich auf einen Deeper mit einer ganz normalen Handyhalterung. Ich habe vorher meine Platten vom Boot so angepasst, dass das passt. Da spare ich mir halt einiges an Platz und Gewicht mit. Das Thema Routen ist nochmal ein etwas spezielleres Thema, einfach weil das halt wirklich stark davon abhängig ist, was ihr wirklich vorhabt. In unserem Fall haben wir gesagt, okay, wir gehen halt gesondert auf das Karpfenangeln. Solange sperrige Sachen sind natürlich ein riesiger Nachteil, wenn man sie im Auto haben muss. Wir können froh sein, dass wir eine Dachbox dafür haben, beziehungsweise haben uns die halt im Nachhinein geholt, nachdem das halt beim ersten Mal echt ein Problem war, und kriegen halt einiges da unter. Vor allem die langsperrigen Sachen gehen einem so wenig auf den Sack. Tja, wer Karpfen angeln möchte, der braucht natürlich auch Futter. Das heißt vor allem Boilies und Tigernüsse. Und ich habe mir sogar die Mühe gemacht und habe einen großen Teil meiner Boilies im Vorhaben kiloweise oder sogar in größeren Mengen im Vorhinein halbiert. Die Sehnenscheidenentzündung, die ich mir dabei geholt habe, lasse ich jetzt mal außen vor. Damit auch am Angelplatz fürs leibliche Wohl gesorgt ist, haben wir hier so eine Kochtasche. Da ist unter anderem Gaskocher drin, Gaskartuschen, Besteck, Maiswaffeln, ganz wichtig. Und ja, das Übliche halt, bisschen Geschirrtuch, sowas halt. Auch das hier fällt so ein bisschen mehr in die Kategorie langweilig, weil Zelt ist klar. Wir können nicht überall mit unserem Bus ranfahren. Für den Fall brauchen wir natürlich auch ein Zelt. Es ist in dem Fall nur ein kleines Zelt, einfach weil wir Platz sparen müssen. Auch wenn wir einen Bus haben, wenn man relativ lang unterwegs ist. Naja, Futter ist einfach wichtiger, ne? Und ansonsten sparen wir uns die Liegen und pennen die Zeit dann wirklich am Wasser auf der Luftmatratze. Wir haben mehrere verschiedene Modelle schon probiert als 2-Personen-Liege, unter anderem die Koga und die Nash.
Aber irgendwie ist es immer nicht das Wahre und wir kommen halt immer wieder auf das Thema auf dem Boden schlafen zurück. Ist natürlich irgendwie anders, wenn man, keine Ahnung, irgendwo ist, wo Schlangen gibt oder so. Da schlafe ich nicht auf dem Boden. Aber ansonsten ist das unser momentaner Way to go. Den Komfort, den wir einbüßen, da wir keine Liegen haben, müssen wir natürlich so ein bisschen wettmachen, weil man hat keinen Bock, die ganze Zeit am Angelplatz auf einer Luftmatratze zu verbringen. Daher ganz klar kompakte Stühle. Ja, womöglich werden wir natürlich gerne wieder im Bus schlafen. Dafür brauchen wir natürlich eine Matratze. Aber Chimchimini Chimchim ist doch ein unverzeihlicher Fluch. Jetzt kommst du wohl nach Azkaban. Scheiße. Ja, und wer Spinnfischen will, braucht natürlich auch Kunstköder. Dann wird es langsam unspezifisch. Also für mich ist halt hier alles drin, was ich fürs Karpfenangeln brauche im Großen und Ganzen. Ich lege halt nur auf zwei Sachen nochmal besonders viel Wert. Und zwar zum einen habe ich hier verschiedene Formen von Ersatzschnur, die ich mitnehme. Einmal eine 33er, eine 25er und einmal eine 8. Oh, nur eine 30er. Damit bin ich absolut nicht zufrieden. Ich kaufe morgen neue, aber ich wollte irgendwas in die Kamera halten. Ja, und dann natürlich auch eine gewisse Menge an Ersatzbleien in verschiedenen Gewichten. Vor allem natürlich, wenn man auch irgendwie bei größeren Fischen mal ein Blei verliert oder wenn man das genauso möchte, also das Blei am System fischt, sodass man es droppt, wenn der Fisch beißt. Das hier sind alles Inline-Bleie, weil ich keine Wirbelbleie mehr habe. Auch die werde ich morgen noch kurz vorher kaufen müssen. Aber das ist mein Backup. Naja, und dann ein Futterboot. Für mich explizit, weil es halt einfach klein ist, handlich ist und man es gut dabei haben kann. Ich habe das große Boot dabei und ich könnte meine ganze Montage immer damit legen. Das hier ist aber so ein kleines bisschen Komfort, das ich nicht missen möchte. Und sei es nur, um in der Nacht nicht ständig rausfahren zu müssen, nachdem Fisch gebissen hat. Das kommt auch mit. Und ich weiß, dass viele von euch schon lange ein weiteres Video zu diesem Futterboot erwarten. Auch das werden wir jetzt im Urlaub drehen und dann könnt ihr euch darauf freuen. Ich denke mal, das wird spätestens Mitte September erscheinen. So, und dann haben wir einmal hier Kladderadatsch. Also ich nenne es liebevoll Krams. Genau. Normalerweise ist das alles in meiner Abpackmatte. Und da haben wir jetzt wirklich die Essentials, die man eigentlich ständig mal hin und wieder braucht. Oder halt auch nicht. Aber ich bin halt immer froh, wenn ich sie dabei habe, wenn ich sie mal brauche. Geht los mit Latschen, Falteimer, Kelle, Banksticks als Ersatz. Irgendwie nochmal so ein halb... Ja, so ein kleiner Aufbau, wenn man keinen Bock hat, den Rodput aufzubauen. Was ist da runtergefallen? Noch mehr Banksticks, ein Wurfrohr, eine Futterkelle, ein Kescher, eine Wiegeschlinge und dann doch tatsächlich auch noch ein Rodput. Und das passt tatsächlich gerade so alles in die Abpackmatte rein. Und klar, eine Abpackmatte braucht man auch, aber die ist gerade am Trocknen von unserer letzten Tour. Und davon könnt ihr euch gerne mal eben kurz den Trailer ansehen. Den spiele ich mal eben rein. Alter, guckt euch den Klodeckel an, ey. Junge. Dann machen wir wieder das, was wir können. Wir fangen weiter gute Karpfen. Ich muss gar keine Pause machen. Ich kann es ja schneiden. So, und jetzt, ja, im Endeffekt, das Video gibt es auch erst, wenn wir wieder da sind. Kam ich auch noch nicht zu, das zu schneiden. Ich habe noch so viel auf der Liste. Alles, was ich euch noch zeigen möchte, was wir so die letzte Zeit gemacht haben oder was, woran wir so gearbeitet haben. Eigentlich hätte ich gerne auch vorproduziert, sodass wir das euch alles über den Urlaub hinweg zeigen können. Aber, also wenn wir nicht da sind. Aber ich habe es einfach nicht geschafft. Zu viel Kram, zu viel Stress. Es ist aufgeschoben, nicht aufgehoben und dementsprechend, ja, kommt das halt alles dann. Genau, das dazu, das packe ich alles gleich in die Abpackmatte und dann kommt es noch rein in den Bus. Wasserfestes Schuhwerk, also mindestens eine Warthose. Ich glaube, ich nehme zusätzlich noch Gummistiefel mit, ich bin mir nicht sicher. Immer in die Warthose reingehen bei einem Biss, wenn die Ruten im Wasser stehen, ist auch scheiße. Leichtes Entertainment,
wenn man mal Zeit dafür hat. Ich muss tatsächlich sagen, die letzten Urlaube haben wir es nicht gebraucht, irgendwie mal einen Fernseher anzuschmeißen. Wenn man den ganzen Tag nur macht und ackert, Stellen sucht, Fische versucht zu finden etc., dann ist man abends so fertig. Oder wir hören irgendwie was bei Audible, aber wir nehmen mal ein paar DVDs mit. Vielleicht hat man ja doch Bock. Und dann kommen wir auch schon zum letzten und wichtigsten Punkt des Ganzen. Ja, wir haben tatsächlich uns jetzt eine Kühlbox eingebaut. Das hat uns noch so ein bisschen gefehlt. Wir haben die letzten Urlaube, vor allem wenn es super warm war, was es im August nun mal ist und vor allem in Frankreich, gemerkt, dass das halt echt eine Sache ist. Die lassen wir vor allem tagsüber laufen, nachts muss das gar nicht. Das Wichtigste und das Essentiellste, warum wir das Ding überhaupt brauchen, ist natürlich kaltes Bier. Dementsprechend laden wir das Ding jetzt einfach mal ein bisschen voll. Schmeißen wir unser Bier schon mal rein. Ich muss sagen, das Ding hat ganz schön Volumen. Kriege ich bestimmt 30 Bier rein. Hält 3 Tage. Spaß. Tja, das war's soweit von uns. Ich hoffe, es hat euch eventuell geholfen. Klar, auch wir haben jetzt bestimmt nicht an alles gedacht. Das ist nun mal, wie es ist. Die wichtigsten Sachen fallen einem dann morgen kurz vor Abfahrt ein und die werden dann auch eben reingeschmissen. Wenn euch noch irgendwas einfällt, was ihr denkt, was wirklich essentiell ist, was immer mit muss, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Vielleicht helft ihr damit irgendwem anders. Ich lasse mir jetzt mein Feierabendbier schmecken und sage ciao und bis zum nächsten Mal. Nee, ich bin die Kamera anstoßen, so, das ist doch... Ach so, sorry. Egal.